Glaubst du mir das? Ja. Thomas hat einen einfachen Wunsch. Er will glücklich sein. Er hat außerdem eine blühende Fantasie. So sieht er Dinge, die andere nicht sehen können. Er sieht die Schönheit von Elsa mit ihren Beinen aus Leder, er kann fliegen oder er sieht tropische Fische in den Grachten. Der Grund, warum er diese fantastischen Dinge sieht, ist aber ein trauriger. Thomas wird täglich mit häuslicher Gewalt konfrontiert. Geh weg, Frau, ich rede mit meinem Sohn. Da schnellte Vaters Hand plötzlich vor und landete klatschend auf Mutters Wange. Mutter taumelte zurück und ließ Thomas los. Die Engel im Himmel schlugen die Hände vors Gesicht und schluchzten. Sein Vater, ein sehr gläubiger Christ, schlägt Thomas und seine Mutter regelmäßig. Seine fantasievolle Gegenwelt nutzt Thomas hierbei als Zuflucht vor der Realität. Die Regie von Hannah Müller deutet die Gewaltanwendung nur an. Da muss man eine Form für finden. Wenn man das Thema auf der Bühne darstellen will, dann ist es, glaube ich, kein guter Weg, wirklich szenische Gewaltdarstellungen auf der Bühne zu haben. Und deswegen haben wir versucht, einen formalen Weg zu finden, wo die Zwischentöne in diesen innerfamiliären Konflikten alle ausgespielt werden, die eigentlichen Gewaltmomente aber formal ausgespart werden, unter anderem durch Erzählpassagen, aber auch durch Bilder, die wir versucht haben zu finden. Eine Freundin findet Thomas in der verschrobenen Nachbarin Frau von Amersfoort. Sie bringt ihm bei, dass Glück erst dann beginnt, wenn man keine Angst mehr hat und dass häusliche Gewalt niemals akzeptabel ist. Das ist eine verdammt gute Idee. Und weißt du, womit das Glück anfängt? Damit, dass man keine Angst mehr hat. Hier, Emil und die Detektive. Danke. Es handelt von einem Jungen, der allein ist, der keine Angst mehr haben will und gegen das Unrecht in der Welt kämpft. Sogar Jesus steigt von seinem Kreuz, um sich mit dem jungen Thomas über Gott und die Welt zu unterhalten. Die Tatsache, dass kurz darauf biblische Dinge geschehen, sieht der Junge als ein Zeichen. So färbt sich das Wasser blutrot und Thomas sieht Frösche, die zu Tausenden auf der Straße herumspringen. Diese schlimmen Plagen aus dem Alten Testament wünscht er seinem Vater. Eine nach der anderen. Alle Plagen Ägyptens. Er hatte seine Fische sehr gern. Aber manchmal musste man einfach Opfer bringen. Das Wasser im Aquarium ist knallrot. Ach du meine Güte, wie kommt das denn? Ich weiß es. Das Wasser hat sich in Blut verwandelt. Thomas, du musst das Wasser schnell aus. Irgendwann beschließt die Familie, sich dem gewalttätigen Vater zu widersetzen. Die Motivationen der Figuren sind dabei stets glaubwürdig. Es ist ein toller Text, also er ist einfach sehr gut geschrieben. Also diese Familienkonstellation ist in den Dialogen extrem gut erfasst vom Autor. Also es sind alles Dialoge, die man nachvollziehen kann und die sich auch beim Proben immer mehr weiterentwickeln und wo auch alle Figuren das Gefühl haben und die Spieler der Figuren das Gefühl haben, dass das sinnvoll ist, was sie für eine Position haben innerhalb der Familienkonstellation. Das ist einfach sehr genau beobachtet. Das Buch von allen Dingen ist eine Inszenierung, die es schafft, ernste Themen durch die verspielte Gedankenwelt eines Kindes zu betrachten. Das Stück gibt seinen Zuschauern außerdem eine Botschaft mit. Wer glücklich sein will, muss Mut beweisen.